grüß euch. Ich bin ja am Hohen Zwickspitz und zwar da unten bei Greinau. Und ja, ich habe das Video jetzt mal etwas anders gemacht wie sonst. Ich habe sehr, sehr wenig gesprochen, fast gar nichts. Das lag daran, dass ich einfach mal für mich trainieren wollte und das Ganze etwas schneller gestalten wollte. Und zur Info, dieser Berg ist ungefähr Kategorie Wanderung. Schwierigkeiten sind relativ gering, wobei ich sagen muss, jetzt im Frühling, schaut es euch an, Wächten, Schnee, leichtes Absturzgelände und ja, einfach vorsichtig sein und dann würde ich mal sagen, Film ab und nicht wundern, ich bin kaum am Sprechen, aber dafür habt ihr schöne Landschaftsaufnahmen und ja, viel Spaß mit dem Video. Ich starte meine eigentlich geplante Rundtour beim Parkplatz Ochsenhütte, anfänglich an der Landstraße vorbei, dann den südlichen Hang Richtung Griesbergalm, anschließend vorbei am Rauenstein, dann nordöstlich zum Hohen Zwickspitz und derselbe Weg wieder zurück. Thank you.
Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, hier hochzukommen, zum Beispiel auch über die Stettbergalm. Und bevor das Video jetzt zu Ende geht, möchte ich euch noch ganz kurz erklären, was man hier für ein schönes Panorama hat. Ganz präsent das Wettersteingebirge mit dem Zugspitzmassiv, mit den Riffelspitzen, mit dem Waxensteinkamm der Alpspitze, da hinten die Dreitorspitzen, die Wettersteinwand, da hinten schauen wir dann Richtung Karwendel, weiter Richtung Säuerngebiet, da ist Richtung Kramer die Ecke, da hinten geht es ins Estergebirge, das Alpenvorland. Dann hier seht ihr weiterhin einen Teil der Ammergauer Alpen und wenn wir uns jetzt hier weiter drehen, schauen wir Richtung Kreuzspitze und wenn wir uns noch weiter drehen, da hinten ist nun der Daniel zu sehen und hier der Alpsee und dahinter ein Teil der Mieminger Kette. Also eine ganze Menge, was man hier sieht, würde ich mal so sagen. Das wäre es jetzt hier von dieser Tour. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare benutzen und den Kanal sehr gerne abonnieren. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!